mittendrin statt nur dabei. Sie wollten immer schon wissen, wie es hinter den Kulissen eines Spitals aussieht? Dann begleiten Sie uns durch das LKH-Universitätsklinikum Graz. In unserem Podcast laden wir für Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Sprechstunde am Uniklinikum ein. Ich kann dazu sagen, also wie ich angefangen habe, Herzchirurgin zu werden, war natürlich das erste Mal, wenn man das Herz in der Hand hält. Und das sehe ich immer noch in den Augen von den Studenten und Studentinnen, die bei mir am Tisch assistieren. Das ist halt etwas ganz Besonderes. Dieses Broken Heart Syndrom tritt bevorzugt auf dann nach Ausnahmesituationen von Stresssituationen. Wir haben das ja alle schon einmal selber gespürt. Wir haben uns über irgendetwas geärgert oder gekränkt oder es ist irgendetwas passiert und dann hat auch mein eigenes Herz schon einmal wehgetan. Und gerade wenn man im Bereich der Herzmedizin arbeitet, glaubt man natürlich selber auch, dass es irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und auch ich habe mich schon untersuchen lassen, ja, und es war eigentlich nur die Kränkung, worum mein Herz wehgetan hat. Und ich kann mich noch an diese Sekunden erinnern, wie ich das Brustbein aufgemacht habe und diese große Vene, das ist die Cava Inferior, mit meinen Händen einfach zugehalten habe, so wie eine Klemme, damit sie nach unten hin nicht verblutet. Die Idee der Impfung geht natürlich jetzt dahin, dass man sagt, wie kann ich, wenn ich das Immunsystem durch Impfstrategien so beeinflussen kann, dass es einfach diesen Switch, also dieses Umschalten auf eine aggressive Reaktion nicht vollzieht, dann könnte ich natürlich langfristig wirklich schon vorbeugend Atherosklerose und Sekundärkomplikationen wie eben den Herzinfarkt, den Schlaganfall, viele andere Dinge beeinflussen. Man sollte versuchen, nicht zu dick zu werden und weiteres aber trotzdem ein ausgewogenes Leben haben, ein glückliches Leben zu haben. Es muss natürlich auch noch ein bisschen Spaß machen. Also das Leben muss ja lebenswert sein, so wie ich es lebe.